Hey, hey, schön, dass du eingeschaltet hast. Und zwar, wie du schon im Titel lesen konntest, geht es um die zukünftigen Streams und was wir da spielen werden. Ganz oben auf der Liste steht Pokémon TCG Online. Da werde ich jetzt auf jeden Fall etwas mehr Zeit rein investieren. Da werden auch Videos kommen, also sind zumindest geplant. Es besteht die Überlegung, noch andere Anime-Spiele zu spielen. Und da besteht einfach mal die Frage, wie findest du das? Würdest du das feiern, wenn ich zum Beispiel mit Naruto, Boruto, Shinobi Striker spielen würde? Ich bin ein sehr großer Naruto-Fan und ich habe mal wieder richtig Bock auf das Spiel. Und ich würde mich richtig freuen, wenn es dir vielleicht auch gefällt. Und zwar geht es darum, dass man sich da einen Ninja erstellt und von den bekannten Anime-Charakteren die Fähigkeiten erlernen kann und dann im 4 gegen 4 Spielmodi gegeneinander spielt oder mit 4 Leuten gegen einen Raid-Boss kämpft oder aber auch alleine in so einem Art Battle-Royale-Modus ist es mehr oder weniger. Aber das würdet ihr dann natürlich in den Streams sehen. Und da kann ich euch natürlich auch noch viel mehr dazu erzählen. Oder man sagt, man spielt jetzt mal in einem Stream Dragon Ball FighterZ. Ist auch ein sehr nices Spiel und kann man auch sehr gut mit der Community spielen. Ja, ich bin echt gespannt, wie ihr das so annehmt. Ob es da Zuspruch gibt oder sagt ihr lieber, nee, komm, bleib bei Pokémon. Pokémon reicht uns völlig aus. Dann spiele ich natürlich nur Pokémon in den Streams. Ja Leute, wenn euch das gefallen hat, dann lasst gerne Abo und Like da. Wenn ihr es noch nicht getan habt, natürlich. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Danke und ciao.